Die natürlichen Springanlagen sind am besten beim Freispringen zu beurteilen. Aufbau und Anlage der Sprungreihe müssen dem Alter und Ausbildungsstand der Pferde angepasst sein. Dieser schwarz-braune zeigt das typische Verhalten und Überspringen des sehr jungen Pferdes. Bei allem Respekt, jedoch voller Vertrauen und ohne Verkrampfung. In der Fortsetzung wird das Springen schon etwas flüssiger, ohne dass die gewünschte Aufmerksamkeit nachlässt. Bei gerittenen Pferden ist die Beurteilung unter dem Sattel praxisnäher und aussagefähiger. Dieser schwarz-braune ist bei allem gesunden Ehrgeiz noch etwas unrittig. Dieser weiter ausgebildete Hengst ist schon sicherer an den Hilfen und lässt sich in einem gleichmäßigen Grundtempo und gutem Rhythmus über die Hindernisse reiten. Beim Springen im Gelände gelten als wesentliche Kriterien Gleichgewicht, Aufmerksamkeit, Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Geschicklichkeit sowie vor allem Vertrauen.